Das geht ja wunderbar los. Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einem, ich nenne es erstmal einen angefuchst, willkommen zu Sinking Island. Und zwar einem Spiel aus dem Jahre 2007. Wie Fenster schließen. Ach so, wegen dem Zug, ja, genau. Aus dem Jahre 2007 von, ich spreche es aber falsch aus, Benoit Sokal, ne? Und, ich hoffe, es ist was Einfaches, Wolf. Und wir schauen uns das Ganze nämlich an. Ich habe jetzt hier, kann ich laden das Profil? Ach so, haben wir ja schon. Pass auf, ich lösche das Profil nochmal. Ich hoffe mal, das geht so. Profil anliegen, so. Keine Ahnung, was mit dem Profil gemacht wird. Wahrscheinlich zum Speichern und Sonstiges. Ah, ich muss den Ton wieder einstellen, okay. Ich hoffe, das ist... Guten Morgen, ich bin Inspektor Jack Nor. Okay. Guten ich hoffe, das funktioniert. So, ein bisschen Antilé. Wir gucken einfach mal. Und ich sag schon mal, viel Spaß, ne? Und bis gleich. Achso. Adventure. Eine Insel, eine Leiche, mehrere Verdächtige. Seien Sie wachsam. Überall können sich Hinweise verstecken. Eine spannende Ermittlung voller Überraschungen. Oder gegen die Zeit. Nee, kein Stress. Wir machen ganz normal. Das Wetter ist im ganzen Sektor so schlecht. Sie können die Zügel nicht schleifen lassen, Jack. War es Mord? Nein, das sehe ich anders. Walter Jones' Zustand war ohnehin schlecht, das Herz und all das. Also, alles reine Routine, okay, Jack? Reine Routineangelegenheit, okay? Ich will eine natürliche Todesursache und kein Drama. Haben Sie verstanden? Ich kann jetzt kein Verbrechen gebrauchen. Mir geht so schon schlecht genug. Klar? Sie sind der Boss, Rick. Jack? Natürlich. Verstehe. Sie sind mir eine große Hilfe, wissen Sie? Gute Besserung, Rick. Bis bald. Die Wettervorhersage ist katastrophal, Inspektor. Das Ganze kann schnell zu einem Albtraum werden. Trödeln Sie nicht rum, wir werden Sie um 16 Uhr abholen. Uhr ist okay. Denke nicht, dass es länger dauern wird. Inspektor Norm, ich bin Hubert de Noland, Mr. Jones' Anwalt. Gehen wir, Mr. Noland. Ich habe nicht viel Zeit. Wollen Sie sich wirklich nicht erst etwas ausruhen? Ich habe ein Zimmer für Sie richten lassen, Inspektor Norm. Das ist unnötig, denn wenn sich herausstellt, dass Mr. Jones' Tod ein Unfall war, muss ich nicht hierbleiben, Mr. Noland. So gut wie nichts verpasst, sehe ich. Diese akrobatische Kletterpartie. Ich musste diese Leiter heute Morgen rasch anbringen, um zur Leiche zu gelangen. Gestern Abend, als ich Walter zur Hilfe eilte, steckte er oben in den Felsen nahe der Klippe fest. Die Wellen müssen seine Leiche in der Nacht nach unten gespült haben. Wir hatten hier nämlich einen schlimmen Sturm. Okay, wir hatten einen schlimmen Sturm. Gut, gucken wir mal. Was haben wir denn hier Hübsches? Okay, das sieht mir wie ein... Ah, immerhin. Und das hier? Hallo, Inspektor Jack Norm. Willkommen bei Ihrem Personal Police Assistant. Jack, dieses Gerät wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Ermittlungen zu helfen. Ziel dieses Software-Systems ist es, die Kombination aus Hinweisen, Beweisen, Hypothesen und Schlussfolgerungen zu rationalisieren, wodurch Sie die Verbrecher schnell enttarnen können. Zu diesem Zweck speichert Ihr Personal Police Assistant alle Informationen, die Sie im Zuge Ihrer Ermittlungen über die Verdächtigen sammeln. Er wird zudem Ihr Alter, Geschlecht und Funktion speichern. Zu sämtlichen be- und entlastenden Beweisen werden Notizen angelegt. Außerdem wird er in Echtzeit deren geografische Position in der Umgebung angeben, falls Sie sie während Ihrer Ermittlungen suchen sollten. Der Hinweisemanager wird alle von Ihnen gesammelten Informationen zusammenfassen. Ganz gleich, ob das nun Fotos, Dokumente, materielle Beweise oder auch Zeugenaussagen sind.
Sie haben damit nicht nur alle gesammelten Beweise zur Hand, sondern auch ein fantastisches Werkzeug, um diese zu vergleichen. Diese Funktion wird Ihnen besonders dann helfen, wenn Sie zwei Fingerabdrücke, zwei Fußabdrücke oder auch die Beziehung von zwei Teilen eines Objekts vergleichen wollen. Sie können darauf vertrauen, dass Ihr Personal Police Assistant die richtigen Theorien bestätigt und Sie nicht in eine Sackgasse laufen lässt. Dieses Gerät verfügt über eine dritte Funktion, die unmittelbar mit den anderen beiden zusammenhängt. Und zwar ist das Ihr Fortschrittmanager. Er unterteilt Ihre Ermittlung in diverse Rätsel oder Befragungen, in etwa wie bei einem Puzzlespiel die verschiedenen Teile. Der Rest ist nur noch ein Kinderspiel, Jack. Wenn Sie die richtigen Antworten auf diese Fragen wissen, haben Sie diesen Fall gelöst. Viel Glück, Jack. Ich darf jetzt anfangen, okay. Was haben wir denn? Den Noland Hubert. Guten Abend alle miteinander, nochmal, ne? 55 Jahre alt, ist im 15. Stock in der 151er Suite. Schildkrötenplattform ist der gerade unterwegs. Und das ist Walter Jones Anwalt. Sieht ja erstmal ein neckisches Gerät aus. Was ist das hier? Ach, das ist das. Okay, fortsetzen. Speichern können wir ja auch. Das ist sehr gut. So. Nein. So, was haben wir denn noch? Hinweisdatenbank, aha. Was ist das hier aus? Und F. Akte. Kann ich die Akte gucken? Ah, Doppelklingen, okay. Ja, okay, ich bin aber nicht omnipräsent hier mit Doppeltüren und so, ne? Nee, es gibt kein Quicksave. Personenstandsregister der Republik Malediven, okay. Jones, Walter Samuel, männlich. Baujahr 25 in Krakau, Polen. Aber Nationalität ist amerikanisch. Annahme der maledivischen Nationalität im Jahr 2003. Nachname, Vorname, Beruf der Mutter, Kellett Letizia. Jones Samuel Reda, pensioniert und Geschäftsführer des Jones-Unternehmen, BTP-Gruppe. Insel Sagora, Malediven-Archipel, ist verwitwet. Nachname vorne, Beruf des Ehepartners Jones, Anna, Kunstkritikerin, verstorben 76, oder schon ein bisschen nicht mehr da. 1,88, grüne Augen, querschnittsgelähmt. Okay, ich glaube, das ist wichtig. Besondere Kennzeichen, keine. Auszug aus dem Strafregister, kein. Okay. Strafregister, kein. Aber Verurteilung als Geschäftsführer nach der Schuldigsprechung wegen gesetzeswidriger Aneignung der Insel Sagora und des gewerblichen Bauens ohne Baugenehmigung. Berufungsurteil durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag anhängig. Registrierung der Baugenehmigung in Salé, unterzeichnet vom Geschäftsführer des Jones-Unternehmens. Interessant, interessant. Ey, das springt automatisch an, der Stream. Ist ja krass. Oh, das geht ja hier weiter. Auszüge aus dem Anruferprotokoll. Ich ahne schon wieder was. Ich lese viel. Anruf entgegengenommen am Donnerstag, 8. Juni 2006 um 23:36 von Turm Nidir, wachhabender Offizier. Hubert de Noland, Anwalt, hat den Tod von Mr. Walter Jones bekannt gegeben. Mr. Jones verstarb gegen 22:45 auf der Insel Sagora, als er mit seinem Rollstuhl von den Klippen der Schildkrötenplattform stürzte. Mr. de Noland erklärte, Mr. Walter Jones brach gegen 22 Uhr zu einem Spaziergang. Wie denn? Spazierfahrt über die Insel auf. Aus dem Hotelfenster konnte er alsdann beobachten, wie Mr. Jones von der Spitze einer kleinen Klippe stürzte. Er fügte hinzu, dass die Eingeborenen in der Insel ganz sicher in die Sache verwickelt seien. Ah, das ist schon wieder... Ich, der wachhabende Offizier Tom Nidir, oder Turm, rief Mr. Hubert de Noland um 23:45 zurück, um ihm mitzuteilen, dass die Insel Sagora für die Dauer des Sturms weder über den Wasser noch über den Luftweg zugänglich sei. Ich habe ihm weiterhin erklärt, dass wenn der Wetterbericht keine Verbesserung der derzeitigen Situation melde, der Rettungshubschrauber nicht vor dem frühen Morgen landen werde. Was ich ganz vergessen habe, ich konnte es nicht lassen und habe heute Morgen einige Verdächtige angerufen. Sie kennen mich, Jack, alte Gewohnheit oder Angewohnheit. Ich schicke Ihnen, was Sie mir über die Nacht von Walter Jones Tod erzählt haben. Das wird Ihnen weiterhelfen. Über die Einheimischen habe ich allerdings nichts rausgefunden. Es liegt jetzt an Ihnen, die Liste zu überprüfen und zu vervollständigen. Na toll. Billy Jones, telefonisch befragt um 7.05 Uhr, gibt an, den ganzen Abend über mit den anderen Erben und deren Partnern im Restaurant gepokert zu haben, bis Noland sie von Walter Jones' Unfall in Kenntnis setzte. Wer ist das hier? Marco Jones, okay. Telefonisch befragt um 7.12 Uhr, gibt an, den ganzen Abend mit Christina in seinem Zimmer verbracht zu haben. Aber der hat doch gesagt, die haben alle gepokert.
mit den anderen Erben. Und der sagt aber, na okay, er fuhr von dem Unfall durch Sonder, die sie wecken kam. Clara Jones, telefonisch befragt, gibt an, den ganzen Abend mit den anderen Erben und deren Partnern im Restaurant verbracht zu haben. Aha. Martin Abruzzi, telefonisch befragt, gibt an, den frühen Abend im Restaurant verbracht zu haben. Gegen 22.30 Uhr beschloss er dann, auf sein Zimmer zu gehen und im Bett noch ein Manuskript zu lesen. Mhm. Christina Bromski, telefonisch befragt um 7.27 Uhr, gibt an, den frühen Abend mit den anderen Erben und deren Partnern im Restaurant verbracht und sich dann zu Marco Jones in ihrem gemeinsamen Zimmer gesetzt zu haben. Aber das haut dann noch nicht hin. Achso, ist der frühe Abend. Na, okay. Nicht befragt wurden Lorenzo Battaglieri, Sonja Abruzzi, Hubert de Nolan, Colio und Banyu Yumhu. Okay, na dann haben wir ja was vor. Was ist das hier? Achso, das war das mit dem Vergleichen. Ich hoffe. Was ist das hier? Muss ich. Was ist das hier? F und D. Hä? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Fortschrittsbalken. Wie viele Hinweise sie brauchen, um das ausgewählte Rätsel zu lösen. Okay. Abbruch. Also ein bisschen, nee, das ist, glaube ich, so ein. Das drücken wir mal nicht. Das ist irgendwas anderes. Das ist das. Oh, ja. Das andere haben wir noch nicht. Okay. PPA verlassen. Super. Haben wir hier irgendwie. Das kommt über Tab-Taste. Okay. Kommt irgendwo. Können wir irgendwie einen Hotspot nehmen, ne? Na denn, wir gucken uns erstmal die Leiche an. Ein Fingernagel in der Wange. Seinem Angreifer war es ernst. Auf den ersten Blick zeigt der Körper kein Anzeichen für Ertrinken oder Hypothermie. Und die Verletzung an der Stirn war nicht die Todesursache. Das ist jetzt Sache des Forensikers. Er muss für mich herausfinden, was Walter Jones getötet hat. Guck mal, was hier ist. Können wir jetzt irgendwas hier machen? Ich kann hier... Sie müssen mir bei einer Sache helfen. Was können Sie mir über den Tod von Walter Jones sagen? Meiner Meinung nach war es Mord. Im Ernst, Inspektor. Ich sah, wie Baina Walter über die Klippen stürzte. Die Identität der Verdächtigen steht für mich außer Zweifel. Wo waren Sie letzte Nacht und was haben Sie getan? Ich war mit den Gästen im Restaurant, als Walter gegen 22 Uhr zu seinem Spaziergang aufbrach. Fahrt. Ich ging etwa eine Viertel bis halbe Stunde später in mein Büro. Ich sollte auf ihn warten, das war so abgesprochen. Da er nicht kam, sah ich aus dem Fenster und konnte den Streit zwischen Baina Jumhu und Walter an der Schildkrötenplattform beobachten. Er fiel in seinem Rollstuhl hinunter. Ich rannte hinab, um ihm zu helfen, aber es gossen Strömen und ich konnte nicht zu den Felsen gelangen. Er bewegte sich nicht mehr. Ich glaube, er war sofort tot. Ich kam zurück, um allen zu sagen, was geschehen war und um die Polizei zu benachrichtigen. Wie war Ihre Beziehung zu Walter Jones? Ich arbeite seit über 20 Jahren für Walter Jones. Wir hatten stets eine gute Beziehung. Und er hat mir sogar großzügig gestattet, ihn mit dem Vornamen anzusprechen. Ich habe diesen Mann bewundert, Inspektor. Ich würde sogar sagen, dass uns eine gegenseitige Zuneigung verband. Na, 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 na. Ah, okay. War Ihr Boss selbstmordgefährdet? Oder neigte er vielleicht dazu, unvernünftige Risiken einzugehen? War seine Gesundheit angeschlagen? Könnte er nach einer medizinischen Behandlung unter Schwindel- oder Ohnmachtsanfällen gelitten haben? Was wäre da noch? Sie müssen mir alles sagen, Mr. Noland. Nein, Inspektor. Körperlich und geistig war Walter Jones absolut robust. Er litt nur an einer Lähmung der unteren Gliedmaßen, aber nichts, was diesen Sturz erklären würde. Hm, das notiere ich mir. Mhm. Was kann ich für Sie tun, Inspektor? Verzeihen Sie, ich bin abgelenkt. Ich habe, was ich brauche. Bis später. Okay, okay, gut. Entlastend, Nolan sagte, er hätte immer eine sehr gute Beziehung zu Walter Jones gehabt. Das ist entlastend, okay. Nolan sagt, er wäre zur Schildkrötenplattform gegangen, um Walter Jones nach seinem Sturz zu helfen.
Nolan erinnert sich an die Ereignisse des vergangenen Abends. Ach, guck dir es an. Cool. Und wir abspielen können wir es auch. Warte mal, ich habe doch gerade eben... Ich arbeite seit über 20 Jahren für Walter Jones. Wir hatten stets eine gute Beziehung. Und er hat mir so... Das ist cool. Nein, Inspektor, körperlichen... Das gefällt mir. Okay, die Bedienung ist ein bisschen, ne? Ach, aus ist Aussage. F ist Foto. Ah. 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 Rätsel gelost. Kam Walter Jones durch einen Unfall ums Leben? Walter Jones scheint gewaltsam ums Leben gekommen zu sein. Das war ja einfach. Okay, Fall gelöst. Reeves, hier ist Jack. Der Forensiker hat Arbeit. Dieser Tod kommt mir verdächtig vor. Ein Fall aus wenigen Metern, der Spuren und einen Nagel in der Wange hinterlässt? Hier ist nichts klar, verstehen Sie? Jack, Sie hatten recht und müssen Ihren Aufenthalt verlängern. Es tut mir leid. Ich tue das nur ungern. Sie haben freie Hand, das herauszufinden. Viel Glück. Okay, was habe ich bekommen? Nix. Was war Walter Jones' Todesursache? Da haben wir ja Dokumente, oder? Ne, okay, super. Funktioniert nicht. so. Sie müssen mir bei einer Sache helfen. Besitzen Sie medizinische Kenntnisse? Nein, und ich weiß gar nichts über Medizin. Dann können Sie mir nicht helfen. Kann man da ich irgendwas brauche fragen? Ihre Hilfe, um einiges klarzustellen. Verzeihen Sie, ich bin abgelenkt. Ich okay. habe, was ich brauche. Bis später. Der liegt aber so breitmaulfroschartig hier rum, ja? Aber wir können hier nichts weiter machen. Die Brille wirkt irgendwie aufgesetzt. So. Und wir können so rennen. Super. Was meinen Sie dazu, Inspektor? Ihr Boss wurde ermordet. Diese Liste wird Ihnen bestimmt weiterhelfen. Darauf stehen alle, die momentan auf der Insel leben. Und hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Ich vermute, dass Sie jetzt eine Weile bleiben werden. Ich stehe zu Ihrer Verfügung, Inspektor. Ich kann Sie auch gerne im Turm herumführen. Er ist wirklich riesig. Danke, ich komme schon klar. Gut, dann gehe ich jetzt. Bis später, Inspektor. Bis bald. Aber, das der... Ah, so ist das also. Sehr interessant. Offenbar war Walter Jones zum Zeitpunkt des Sturzes nicht allein. Der Rollstuhl benahm sich vor dem Sturz von der Klippe sehr merkwürdig. Ja, der ist geschlingert, vorwärts und rückwärts. Ach Gott. Ach, guck mal. Ach, das ist der Boss. Er hat anders gewirkt. Walter Jones war weder krank noch selbstmordgefährdet. Ist entlastend. Walter Jones' Enkel Sonjas und Markus' Bruder und Claras Mann. Mhm. Oh, Sonjas Ehemann. Aha. Das ist Sonja. Nee, das ist Walter Jones' Enkelin Billys und Markus' Schwester und Martins Frau. Ein Fingernagel einer Frau, der ihr gehören könnte, wurde in Walter Jones' Wange gefunden. Oh, oh. Coolio. Bromski Christina. Markus' Freundin. Clara Jones. Lorenzo Battaglieri. Jungju Baina. Okay, wir haben alle hier. Was? Wer war in der Nacht von Walter Jones Tod an der Schildkrötenplattform? Hä? Keine Ahnung. Warum habe ich hier zwei Fotos?
B. Jones Rollstuhl scheint vor dem Sturz einen seltsamen Weg genommen zu haben. Chaotische Fußabdrücke, die um den Rollstuhl geeilt zu sein scheinen, sie sind zu verwischt und können nicht mehr zugeordnet werden. Das ist schlecht. Das ist jetzt die Frage. Meinst du, wenn er ein Messer hat, ist er gefährdet? Guck mal hier den. Achso, das ist allgemein. Das ist der Rollstuhl hier, ja? Das sieht seltsam aus. Das sieht wirklich seltsam aus, aber nur gut. Schade, dass wir kein Dingsbums haben hier. So. Huch, was war da? Hier war da gerade was. Oh, was ist das hier? Oh. Oh. Perlen. Okay. Okay. Ey, wir müssen genau aufpassen, was wir hier sehen oder nicht sehen, ne? Geht der jetzt runter oder zum Rollstuhl? Oh. Die ist doch manipuliert worden. Guck mal. Das doch. Da fehlt ein Stück von der Armlehne. Eben. Walter Jones ist hier gegengeprallt. Gegen den Felsen. Ich könnte den Abdruck mit Graphitpulver nehmen. Der Architekt hat bestimmt Zeichenmaterial, dann stelle ich es her. Okay, merken wir uns mal. Hier sind Fingerabdrücke. Hier sieht man ganz. Siehst du? Hier, da. Sieht man. Okay. Haben wir noch irgendwas Hübsches hier? Ist ja richtig mit genau hingucken, ne? Guck mal. Boah. Noch ein Goldkettchen. Mhm. Was ist das hier? Ach, das ist die Liste. Ankunft 8. Juni. 8. Juni. 8. Juni. 8. 8. Haben schon immer hier gewohnt. Okay. Also die anderen sind alle um 8. Juni gekommen. Vor einem knappen Monat. Interessant, interessant, interessant. Aber wo ist die Armlehne? Liegt hier irgendwas rum? Nö, ne? Was ist das?